Willkommen zu diesem Video über den Forex-Handel bei IQ Option. Den Forex-Handel und die Forex-Sektion, die findet man, wenn man hier draufklickt, hier unter Forex. Momentan gibt es ja nur 10 Werte zum Handeln, da kommen hoffentlich noch mehr dazu. Und da kann ich mir die aussuchen, indem ich hier draufklicke. Zack. Zum Beispiel. Dann haben wir hier den Betrag, den ich wählen kann zum Investieren. Und hier wähle ich den Multiplikator bzw. Hebel aus. Hier unten ist hier nochmal erklärt. Wenn ich den 50-fachen Multiplikator nutze zum Beispiel und sich der Preis oder Vermögenswert um 1% verändert, dann habe ich eine Rendite von 50%. Beim 300er Hebel hätte ich dann natürlich eine Rendite von 300%. Das gleiche gilt aber auch für die Gegenbewegung. Ich kann damit also auch dann mehr verlieren. Generell gilt allerdings bei IQ Option, dass ich nicht mehr verlieren kann, als ich hier investiere. Wenn ich jetzt Spaß habe, ich bin im Demokonto extra, hier einfach mal einen Trade mache, dann sieht man hier erstmal, dass sich das Level etwas vom Preis unterscheidet. Das ist der sogenannte Spread. Die Distanz muss erstmal zurückgelegt werden in die entsprechende Richtung, bis ich überhaupt im Gewinn bin. Das ist, wenn man so will, der Gewinnteil für den Broker. Hier warten wir jetzt einfach mal, wie sich das entwickelt. Einer der Vorteile beim Forex-Handel ist, dass der Faktor Zeit ausgeklammert ist, im Gegensatz zu binären Optionen. Man muss also keine Auslaufzeit wählen, sondern man kann das einfach laufen lassen. Man sieht hier oben, dass sich die Preisbewegung gegen meine Vorhersage, die würde mich momentan 3 Cent kosten. Wenn ich hier einen anderen Multiplikator habe, dann fällt es hier natürlich höher aus. Oder tiefer, je nachdem. So. Wie sich der Forex-Handel hier entwickelt, bleibt abzusehen. Wie gesagt, die Vorteile liegen hier bei IQ Option vor allem darin, dass man nicht mehr als den Betrag hier verlieren kann. Wenn der Betrag verloren ist, dann wird die Position automatisch geschlossen. Bei anderen Brokern kann das unter Umständen mehr als der Betrag sein oder beziehungsweise man hat keinen Betrag. Und manchmal ist es sogar mehr als das Konto bei manchen Brokern. Das ist hier definitiv ein Vorteil. Man sieht leider nicht, wie hoch der Spread ist. Das wäre interessant. Ah, doch hier. Hier sieht man den Ask-Bid-Preis. Und die Differenz zwischen beiden ist der Spread, der ist ungefähr 20 Punkte momentan. Das ist bei Euro, Neuseeland, Dollar nicht besonders verwunderlich, das ist normaler. Nehmen wir Euro, US-Dollar. Hier liegt der Spread gerade mal 3-4 Punkte auseinander, das ist nicht schlecht eigentlich. So kommen wir jetzt noch kurz zu den Nachteilen der IQ-Option. Zum einen, der eine Hauptnachteil meiner Meinung nach, ist, dass es anscheinend keinen Take-Profit und Stop-Loss gibt. Beim normalen Forex-Broker kann man ein Level bestimmen, bei dem der Trade beendet wird, das im Verlust liegt und eins, das im Gewinn liegt. Dadurch kann man einen Trade ausführen, die Level einstellen und dann das Ganze auch verlassen und was anderes machen. Das geht leider nicht bei IQ Option im Moment. Ich hoffe, das folgt noch. Wenn ich hier eine Option handle, dann muss ich die persönlich selber hier wieder schließen. Wie gesagt, nicht ganz optimal. Bei anderen Brokern kann ich das Level festlegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.